Put the place up. It's quite expensive, aber wie auch nicht. Weißt du, was ich meine? All the greatest tide is tideful. What the case in tide is tideful. Wait it slow, let it slow, let it slow. Ho ho ho. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge Nummer 2. Like das Video, kommentiert das Video, abonniert den Kanal. Ihr habt die Chance, mit allen drei Sachen, die ihr macht, die euch nichts kosten, 6 Handyhüllen zu gewinnen. Ich werde an 6 Leute Handyhüllen verlosen von Rhino Shield, die direkt an euch gehen. Deswegen seid fleißig mit dabei. Herzlich willkommen in London. Viel Spaß mit der Weihnachtsfolge. Jetzt geht's ins Intro. Wir sind einfach in London. Mal wieder, es ist lange her. Erstes Mal hier, ich bin gespannt, Leute. Ich habe, wenn ich nach London komme, so eine Tradition, dass ich immer als erstes Fish and Chips essen möchte. Zumindest habe ich die ab jetzt. Verhältnismäßig ist das Wetter sogar ziemlich gut. Es regnet nicht, es schneit nicht, es ist hell, es ist nur kalt. Mega kalt? Nur kalt ist gut. Straße riecht nach KFC, hat Alan schon gesagt. Ich sage euch aber eine Sache. Ich würde für Fish and Chips Fleisch komplett vergessen können, wenn ich das so bekomme. Würde ich nur noch Fish and Chips essen und so andere Sachen, aber das ist leckerer als KFC, sage ich so, wie es ist. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten unbeliebt gemacht. Ich bin gestern Abend um 17 Uhr aus Berlin in Wien gelandet und dann heute um 4.30 Uhr hat mich Mama Alan und Alan abgeholt und dann ging es ab zum Flughafen. Also ich war einfach nur 12 Stunden zu Hause und habe nur gepennt. Wir waren so feiern, ich habe komplett durchgemacht bis 17 Uhr. Vergesst es einfach, rate ich euch nicht, war großer Fehler. Aber ich hatte Schiss, dass ich meinen Flug verpasse. Hast du Prime schon mal probiert? Nee, noch nie. Das heißt, wir nehmen einmal diesen Mund. Hast du noch da irgendetwas nicht probiert? Ich glaube das hier. Ja, doch, Bro. Hä? Bei Card. Haben wir gerade wirklich 20 Pfund bezahlt für diese zwei Flaschen? Pack mein Leben nicht. Das sind einfach 10 Euro, gell? Doesn't taste good. Nein. Bruder, das ist Trash. Boah, das ist so ekelhaft. Welchen Geschmack soll das darstellen, Metamun? Schmeckt so ein bisschen wie Kaugummi-Eis. Schmeckt wie Kaugummi. Ja. Aber es schmeckt so extrem künstlich. Das Problem ist, nach dem Getränk hast du noch mehr Durst. Ja, ja, ja. Ist besser. Ich sag aber auch so, ich fand von Prime die Dinger eh nie so geil. Ich finde die Energy Drinks gut. Boah, ich habe noch den Geschmack von den anderen im Mund. Also ich bin ehrlich, ich check auch nicht, warum die so teuer sind hier, weil KSI ist ja aus, wenn die nur in Amerika produziert, oder was? Deswegen 10 Alter. Oder der ist uns einfach komplett abgezogen. Wenn irgendwer mal bei Basic Mart ist und sich da so einen Drink holt, sagt mir, ob der 10 Dollar, 10 Pfund gekostet hat oder nicht. Wenn er mich abgezogen hat, ich habe sein Gesicht gefilmt, ich komme wieder. Yes, for two. Auch geil. No, it's not okay. I need better lighting. Can we take any? No, no, it's okay. We are coming to Piccolo. Ah, okay. Ladies and Gentlemen, wir werden auf jeden Fall Location wechseln. Ein bisschen unfreundlich drin. Ja, dann fahren wir zu der Filiale, die auch am schönsten ist. Die ist auch hell. Steck hier aus, Bruder. Wenn die jetzt vom anderen Laden hier angerufen haben, dann kommt jetzt sicher gleich einer mit Kamera. Flipp ich aus. Aber da kann man. Dann fahren wir zurück und wir haben ein großes Problem. Man kann aber auch da draußen essen, also ist halb so wild. Das ist auf jeden Fall die erste Filiale, wenn mich nicht alles täuscht, die es jemals von denen gab. Das ist der Ursprung. Schaut ja auch gleich ganz anders aus. Das ist ein anderer Laden gefühlt. Hier können wir filmen, wie wir wollen, oder? Habe ich mir gedacht. Ich glaube auch, dass diese Poppies-Filiale nichts mit den anderen zu tun hat. Ist das derselbe Laden? Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht war es doch eine gute Idee, einfach hierher zu fahren. Jetzt kommen wir gleich an in London, ich sag's euch. Schaut euch mal dieses Ding an. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt in meinen Augen wenig Chicken, wo ich sagen würde, ich würde eher das Chicken essen wie diesen Fisch. Pommes-Test. Ich kenne diesen Fisch. Ich hab den schon gegessen. Alan hat den ersten Biss in London.
Schmeckt? Kann man machen? Ja. Schmeckt? Mega, die Panade. Hört genau hin. Schaut euch mal das an. Wow! Und jetzt, spätestens nach diesem Biss, könnte ich schon sagen, ich fliege wieder nach Hause. Nachdem habe ich schon alles erreicht. Wow. Ich glaube gar nicht, dass man das so macht, ich weiß es nicht mal mehr. Aber Vinegar macht so hart Sinn mit dem Fisch. Fish and Chips, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in London. 3, 2, 1, hört ihr gut zu, Leute? Ah, das cruncht gar nicht so. Boah, das schmeckt fast noch geiler. Boah. Beide sehr, sehr lecker. Ich weiß gar nicht, wie macht man das mit Trinkgeld? Das hat jetzt genau in Euro 80 Euro. 81 Euro. Thank you. Also London, Junge, Junge, Junge. Ein Fisch, noch ein Fisch. Ein Half-Pint Bier, ein großes Bier. Stark. Also 70 Pfund sind 81 Euro. That's money. It's quite expensive, I'm gonna be honest. Bruder, wo? Guter Start, gutes Essen, gute Rechnung. Danke, Randy. Was ist da drin? Da sind 6 Handyhüllen drinnen von Rhino Sheet. Ah, was muss man dafür machen? Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Umso mehr Kommentare, umso höher ist die Gewinnchance. Wir sind im Hotel, wir gehen jetzt direkt los. Ab in die U-Bahn mit uns und dann geht's ab. Oh mein Gott, nein, oder? Is it fucking raining? Bruder, ich liebe dieses Hotel. Das ist ja so eine verdammte 10 von 10. Let it rain, let it rain, let it. Ey, wie geht dieser Regenschirm auf? Check es nicht, warum es jetzt schon wieder hier regnet. Jedes Mal, wenn Randy ein Weihnachtsmarktvideo drehen will, regnet es. Was soll das? Nimm mal die Kamera. London merkt man erst so richtig ab da, wenn man in der U-Bahn ist. Also es ist f***ing viel los hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber we coming for your ass Winter Wonderland. Winter Wonderland. Ich weiß aus sicherer Quelle und weil ich mich informiert habe, dass das einer der krassesten Weihnachtsmärkte ist überhaupt. Der sieht jetzt eigentlich, ist ja vom Prinzip her, so viel ich weiß, ein bisschen so wie der, auf dem, wo wir in Berlin waren. Wenn mich nicht alles täuscht. Nur, dass der halt einfach deutlich mehr Power hat. Der in Berlin hat es leider so geregnet, in Deutschland sind die noch nicht in Weihnachtsmut. Aber hier sind die schon. Wenn man schaut, es ist viel los. Es ist trotzdem, es sieht wunderschön aus. Thank you, Sul. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Einfach komplett kein Englisch sprechen. Hört sich eh immer an wie Englisch. Wir haben mal wieder kein Bargeld dabei. Es kann jetzt sein, dass wir dort nicht reinkommen, aber vielleicht haben wir Gästeliste. Fast wie ein Club, Alter. Auf dem Weihnachtsmarkt Eintritt bezahlen, check ich gar nicht eigentlich. Also der Eingang erinnert mich ein bisschen an eine Corona-Teststation. Die kontrollieren sogar Taschen? Ja, oder was ist das? London, Bro. Das ist nicht ungefährlich. One question, bro. Is it with tickets here? Yes. But only tickets? This one, they're not gonna let you in. No way. Why, bro? They just don't let cameras in. No cameras. Way. Really? If you have a bag or something, put it in there. No. Yeah, I got it. Wow. Ein paar Sekunden später. Folgendes Problem. Der Bro war eh richtig korrekt. Er hat zu mir gesagt, die Kamera hier rausholen. Wir werden dich raus eskortieren. Was machen wir jetzt? Das ist richtig kacke, Alter. Nervt mich das so sehr. Dai. Gigi, Gigi, Gari, Weihnachtsmarkt ist so geil. Schaut mal, wie viel Energy hier. Schaut mal. Bühne, Leute. Alter, ist noch nicht mal Dezember. Es ist so komplett nice hier. Es gibt aber eine Tradition auf diesen Videos. In diesen Videos. Und das ist als allererstes Glühwein. Danke. Die Leute tanzen einfach hier. Hey Leute, danke für den Support. Cheers auf euch. Wir trinken jetzt erstmal auf ganz entspannt. Vielleicht kommen auch noch ein paar Zuschauer hierher. Haben wir Glühwein drüber gekriegt. Oh, my God.
need more energy, more energy, more energy. It's in the night. Nostalgie. Of course. Thank you. Es macht so Spaß hier. Es ist schön. Es sind schöne Menschen hier. Und ich liebe Käse. Ich könnte alles mit Käse essen. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Käsespätzle oder Mac and Cheese? Bro, ich sag Käsespätzle. Die schmecken auch sehr hart nach Milch, finde ich. Man merkt die Milch schon sehr heavy, aber es ist lecker. Das ist einfach sowas, was du vorm Fernseher essen musst. Was hier aber so ein Ding ist, die lieben Cocktails hier zu trinken. Die trinken nicht so viel malt wine. I like to malt people. Hier spricht man genauso wie Khabib sagt, I like to malt people. Oga, Bruder. Ja, hier geht's auf jeden Fall böse ab, Leute. Boah, blöd süß, Alter. Boah. Crazy heiß. Wenn ich 5 runtergehauen hab, hab ich gewonnen. Weißt du, was ich meine? Das war geil, Bro. Wir haben was gewonnen, egal. Die Qualle, mit der kannst du heute kuscheln im Hotel. Am Ende will ich nur was gewinnen, der Rest ist mir egal. Einfach ein weißer Shaggy. Ladies and Gentlemen, letzte Station, Churros. Wie bei jedem Weihnachtsmarkt, die gehören dazu. Wir probieren sie. Churroni. Das wäre eigentlich eine Thumbnail, Bruder. Wo bestellt man aber? Ach so, dort. Bitte, was willst du, Bro? Chocolate? Ja, ist es ein Foto oder Video? Video, Video. Ja. Video, nein. Das ist voll auf Check, Check, Check. Mann. Tanzen müssen die noch üben, oder? Ja. Where are you gonna put this video? On YouTube. YouTube. On YouTube. On YouTube. Harry Potter? Ja. Yeah. I show you also one. Look. Look. Yeah. Take it. It's gone. Where is it? It's magic. I it's need gone. It. Now. I need it's it. Gone. I need okay, it. Give it to me. I can use it. No, I don't need recipe. It. No. Oh. Oh, oh, this would be the magic trick. Where are you from, guys? Lithuania. Ah, Lithuania. Oh, really? Schaut euch diese Churros an, die sind so heiß und es sind so viele, wir werden die niemals aufessen können. You want some, guys? Yes. Take one. Thank you. You want some? You on a diet, all of you? A diet, yeah? Strict diet. Alkohol. Alkohol diet? Very good. Jägermeister. Brandy? Gamble. Gamble, like the, for money. Yeah. Ladies and gentlemen, the last bite. Huh? How many is what? Randy? 70, 60k, something like that. Randy? Weil ich noch einmal Randy da gekriegt zu viel hier. Randy Gamble. Randy Gamble. Oh, yeah. Now ich sag ehrlich, Berliner Churros. Cheers. Yeah, it's okay. Let's go. Cheers. Cheers. Berliner Churros finde ich ein bisschen besser. Der Teig ist geil. Aber am Ende sind wir auch krank. Schau, die juckt gar nicht, Bruder. Die juckt gar nicht. Germany. Germany? Yes. Oha. Oha. Bruder, das schaut komisch aus. Kannst schon machen. Schaut weg. Zu leid. Ist aber mit der Seil nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ladies and Gentlemen, lange ist es her. Aber schaut mal, wer wieder dabei ist. Sami. Glaubst du, dass die Leute dich vermisst haben? Ja. Ja, hast ich du gelesen? Weiß es. Woher weißt du es denn? Ich sehe es in den Kommentaren.